Wer über den Salzgitter Höhenzug wandert, kann an seinem nördlichen Ende nicht nur auf die von Heinrich dem Löwen erbaute Burg Lichtenberg treffen, sondern unweit davon auch auf einen historischen Vermessungspfeiler, einen sogenannten Gaußstein, der Anfang des 19. Jahrhunderts dort errichtet wurde. Klaus Gossow, ehemaliger Baudirektor der Stadt Salzgitter, weiß dazu mehr zu berichten. Ein Gaußstein ist eine Erinnerung an die Tätigkeit von Karl Friedrich Gauß als Geodät bei der sogenannten Triangulation des Königreichs Hannover. Es ist kein Denkmal, sondern es ist der Originalstein, das Originalpodest, auf dem Karl Friedrich Gauß damals seinen Theodoliten oder seinen Heliotropen, den er selbst entwickelt hatte, aufgestellt hatte. Dies ist das von Gauß entwickelte Heliotrop, das auf dem Podest positioniert wurde. Es wird noch heute in der historischen Sammlung der Universität Göttingen aufbewahrt. Zwischen 1821 und 1825 vermaß der in Braunschweig geborene Mathematiker, Physiker und Professor für Astronomie Karl Friedrich Gauß das Königreich Hannover. Die sogenannte Triangulation war ein Meilenstein in der Geodäsie. Zu Ehren dieser großen Leistung war ein Ausschnitt des entstandenen Triangulationsnetzes auf dem 10-D-Mark-Schein abgebildet. Es war so, dass es zwar Karten gab, Sie kennen ja sicherlich auch die Karten aus dem 14., 15., 16. Jahrhundert, die waren also sehr, sehr ungenau. Und Gauß hat durch die Triangulation, Tri-Dreieck, über diese Gegend hier, Herzogtum Braunschweig, Königreich Hannover, was ja bis vor die Tore Hamburgs ging, ein Dreiecksnetz gelegt. Mit dem Heliotropen hat er das Licht eingefangen und dann zum nächsten Ziel. Und die nächsten Ziele waren hier vor allem der Brocken. Der Burgberg war Anfang des 19. Jahrhunderts noch wenig bewaldet und man konnte den Brocken gut sehen. Der dritte Punkt war im Mittelgebirgszug Hils zu finden. Alle drei Punkte bildeten ein Dreieck. So entstand im Laufe der Jahre ein Dreiecksnetz. Von 1821 bis 1825 bestieg Gauß nicht nur den Salzgitter Höhenzug, sondern auch viele Kirchtürme, um über möglichst weite Strecken zu messen. Angesichts seiner herausragenden wissenschaftlichen Leistungen galt Karl Friedrich Gauß bereits zu Lebzeiten als Princeps Mathematicorum, also als Fürst der Mathematiker. Das Genie Gauß beschränkte sich ja nicht auf eine Fachrichtung, sondern er war Mathematiker, er war Astronom, er war Physiker. Und dann, was die anderen Kollegen im 19. Jahrhundert ja fast befremdlich fanden, ging er raus vor Ort als Geodät und hat selbst gemessen. Ja, das fanden die anderen unter ihrer Würde. Er hat also hier, muss man sich vorstellen, mit dem Heliotropen in der Hand ist er hier hochgestiebelt in Richtung Burgberg. Und ja, ich sage dann immer, der hat auch im Lichtenberger Hof übernachtet, wo denn sonst, und hat wahrscheinlich abends 3 Liter Mumme getrunken. Ob Karl Friedrich Gauß wirklich im Lichtenberger Hof abgestiegen ist, ist nicht belegt. Zweifelsfrei bewiesen ist hingegen, dass eine Wanderung zum Gaußstein erquickende Erholung mitten in der Natur verspricht. Das Wandernetz des Salzgitter Höhenzugs ist 150 Kilometer lang und das ein oder andere Geheimnis gibt es sicher auch noch zu entdecken.